ich es mal so sagen kann, sind wir jetzt hier auf einer neuen Bahn. Hier geht es um etwas anderes, und zwar um eine glatte Straße. Man sieht es schon. Hier ist seifiger, schmieriger Untergrund, es ist nass und das Fahrzeug rutscht in der Kurve natürlich nach außen. Jetzt ist es nicht vergleichbar mit einem PKW, denn wie wir ja jetzt schon immer wieder gesagt haben, haben wir wirklich viel Gewicht an Bord, und dieses Gewicht drückt natürlich beim Rutschen massiv nach außen. Ja, und das sehen wir hier schon. Der Tournee driftet nach links außen ab. Und wir schauen uns jetzt mal an, an welche Grenze die Jungs mit dem Fahrzeug gehen können. Jawohl, das Heck bricht aus und wird aber wieder eingefangen. Und so soll es sein. Das wäre natürlich der Idealfall, das Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bekommen. Ja, und da arbeitet er richtig gut erkennbar. Aber wie gesagt, Fahrzeug immer wieder unter Kontrolle. So soll das sein. Deswegen sind wir hier. Ja, wunderbar. Ist jetzt schön, wenn man draufhalten kann, weil dieser Kreis ist nicht sehr groß. Oh, da kommt er rum. Wahnsinn. Ich bin gespannt, was mir Tobi und Markus nachher erzählen, wie es ihnen innen ergangen ist. Es sieht von hier außen schon sehr spektakulär aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze beim Fahren sich wirklich noch ein bisschen spektakulärer anfühlt. Ja, ihr hört die Handbremse, das Geräusch kennt ihr. Und jetzt, jo! Das wird ein Genuss für den Thomas gewesen sein jetzt, wenn er gerade die Außenaufnahmen macht. Also das seht ihr natürlich, dann bleibt es dran. Wir machen eine Zusammenfassung von den spektakulären Aufnahmen im Außenbereich. Bitte macht es, ein großer Appell nochmal an euch, nicht irgendwo nach. Definitiv. Dafür gibt es solche Zentren. Ja, weil ich glaube, unsere Reisemobilisten sind ja alle alt und erwachsen genug. Ein bisschen wie auf einem Volksfest am Karussell. Und noch eine Runde und noch eine Runde. Und da kommen sie wieder. Vollbremsung im rutschigen Kurvenbereich. Aber wie gesagt, das Fahrzeug, man kann es deutlich sehen, immer unter Kontrolle. Und daher natürlich auch wieder die Empfehlung, macht so ein Fahrsicherheitstraining. Man sieht hier einfach den Druck auf dem Wagen, und falsches Reagieren würde bedeuten, er bricht aus, er ist weg und hat im schlechtesten Fall einen Schaden. Und das will natürlich. Das ist schon ein hervorragender Einblick. Und wenn wir dann für euch das hier im November von 20. bis 22. machen, dann erwartet euch noch wesentlich mehr. Probiert das aus, ganz wichtig. Ihr seht jetzt noch eine Reihe schöner Aufnahmen. Jetzt ist der Markus dran. Oder hast du uns hier noch was? Ja. Ich glaube, wir haben mal einen ersten Eindruck, wie wichtig das Ganze ist. Wir dringen den Appell. Ja, schön. Wow. Also ihr merkt es. Ich bedanke mich recht herzlich für diese tolle Vorführung. Der Tournee natürlich auch, weil manchmal muss man ein Auto mal an seine Grenzen bringen. Wobei die Grenzen das noch lange nicht waren. Das heißt also, wenn jetzt da wirklich der Profi wie du allein im Auto sitzen würde, dann könnte man da wahrscheinlich noch einiges mehr rausziehen, oder? Auf
wenig. Aber das geht dann schon wirklich in den Risikobereich genau, rein. Also genau. Alles mehr wäre jetzt schon wieder zu viel Risiko. Ja, muss nicht sein. Vor allem also. Eben durch den Schwerpunkt. Ja. Skippen. Passt drauf auf. Wir sehen uns. Vielen Dank an das ADAC-Fahrsicherheitszentrum in Augsburg. Und vielen Dank an dich, wenn wir jetzt Fahrzeug- und Fahrerwechsel machen. Markus, viel Spaß. Vielen Dank. Und wir fliegen euch ein bisschen mit der Drohne hinterher und fangen euch rein. Vielen herzlichen Dank. Richtig cool. Hammermäßig top. Ja, Spaß gemacht. Das ist ein geiler. Danke. Kann man echt sagen. Das hat uns richtig bereichert, die ganze Geschichte. Wir haben alle was gelernt und ich hoffe, ihr auch. Absolut, also grandios, top. Auch die vielen verschiedenen Möglichkeiten, die man hat. Ganz, ganz großes Kino. Für mich natürlich wichtig, ich habe die Sequenzen außen gefilmt. Wie war es denn innen, Markus? Wie hat es sich denn angefühlt? Ja, also am Anfang saß ich ja beim Tobi im Auto hinten drinnen und der David hat so ganz relaxed gemeint, so, wir machen jetzt mal so Schrittgeschwindigkeit, dann mache ich mal eine Vollbremsung. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, das wird ein Fahrernachmittag. Hey, und dann steigt er die Eisen, das war so krass, das war wirklich, oder Tobi? Das war Wahnsinn. Und es war nur Schrittgeschwindigkeit und dann haben wir uns da Stück für Stück gesteigert. Also irre beeindruckend, muss ich echt sagen. Irre beeindruckend. Absolute Empfehlung wahrscheinlich für jeden Wohnmobilfahrer, sowas mal mitzumachen. Ich finde definitiv, weil in meinen Augen ist es so, wenn du ans Wohnmobil, an Ausfahrten denkst, an Urlaub, dann denkst du an das Ziel, dann denkst du an die Erlebnisse, die du dort hast. Aber du machst ja gar nicht so viel Gedanken über dieses Thema Sicherheit. Und das kommt ja dann noch dazu, dass ja viele von uns, ich ja selber auch, ich fahre ja auch ganz viel Pkw, ich fahre ja nicht nonstop mit meinem Van. Und das ist halt ein extremer Unterschied. Und ich glaube, diesen Punkt zu beachten, ist halt absolut wichtig, weil erst dann macht am Ende die Reise auch wirklich Spaß, wenn du halt sicher an und vor allem auch wieder zurückkommst. Ja. Und das habe ich heute am meisten mitgenommen, glaube ich. Ja, und ich denke mal, das ist das, was jeder aus so einem Training mitnimmt. Das Fahren, geradeaus fahren, Kurven fahren, Autobahn, Landstraße, das kann jeder. Aber das Tier, das auf die Straße läuft, das muss ja nicht immer nur einfach nur Regen sein. Es geht ja um die Situation, wo mir was in die Quere kommt. Tobi, du? Ja, ich kann das nur bestätigen. Hammer, man muss das gemacht haben. Und ich habe mich vorhin geziert, weil ich wollte mich nicht blamieren. Aber bei unserem schönen Termin, den wir ja planen im November, ihr seid herzlich eingeladen. Kostet natürlich eine kleine Gebühr. Wir können euch nicht komplett einladen, das ist klar. Aber wir werden uns da schon einig. Wir bringen euch schön unter. Wir feiern da schön. Werde ich auf jeden Fall einer der Teilnehmer sein. Ich werde das durchziehen, weil es mich jetzt hier richtig juckt, das selber zu erfahren. Ja. Das daneben sitzen war spektakulär. Ich glaube, wir können euch tolle Bilder liefern oder haben euch jetzt tolle Bilder geliefert. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Wir hatten einen geilen Nachmittag. Nicht nur für Jungs, sondern auch für Mädels. Very important. Ja, und muss man echt sagen. Für jeden, der sich im Verkehr bewegt, ob Motorrad, LKW, Paketdienstfahrer und natürlich auch wir Camper. Abschließend eine Frage an dich. Man sieht ja, oder wir haben heute gesehen, viele, viele Autos hier. Wie ist es denn mit Wohnmobilen? Nehmen Leute das in Anspruch? Habt ihr da irgendwelche Erfahrungswerte? Ja, also es läuft ja jetzt seit, ich glaube 2019 läuft das ganze Programm wieder aufgenommen und läuft schon gut. Es ist schon immer was los. Dadurch, dass es auch einen halben Tag geht, ist auch entspannt. Vielleicht auch eine wichtige Info für die Zuschauer, einen halben Tag. Das heißt, da kann man wirklich was mitnehmen. Und ja, nur zu empfehlen, in diesem Sinne, Tobi hat noch. Ich sag noch was dazu, wenn man jetzt einen halben Tag hört. Das ist auf jeden Fall schöner als 3 Kinobesuche, weil das ist das Leben, wo ich was mitnehme. Das ist gut investierte Zeit. Ihr seid ja nicht 6 Stunden hier von einem Trainer am Ohr gezogen und wert hier, sondern das geht um das Verhalten der anderen.
zu sehen, wie klappt das, das baut die Community auf, das ist eine Gemeinschaftsförderung und nachher sitzt man vielleicht im Biergarten, isst und trinkt was oder man macht zwischendrin eine Pause. Es ist eine wunderschöne Anlage, Respekt für das, was der ADAC hat. Da sind wir unbestochen, weder hier noch da. Wir sind hier, wir sind Bari, wie man in Bayern, glaube ich, sagt. Gell? Bari heißt, wir gehen aus der Sache raus und haben alle was davon. Das ist wichtig. Oder, Entschuldigung. Absolut. Ja, sehr gut. Einfach nur, macht's das bitte. Genau. Ich will keinen hier in der Zeitung sehen, der es nicht gemacht hat und einen Unfall gehabt hat und gesagt hat, hätte ich es bloß gemacht. Ja, ist so. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ja. Genau so ist es. In diesem Sinne, eine gute Zeit. Wir sehen uns. Und den Schlussapplaus machen wir nochmal, oder? Bravo! Amen! Das ist Amen. Ja, das muss schon alles kosten. Richtig. Spitzenmäßig.